freuen Sie sich mit mir und geben Sie bitte einen herzlichen Applaus, ein herzliches Willkommen an die Bundesministerin für das Ministerium Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Frau Ilse Aigner. Und selbstverständlich freuen wir uns genauso und deswegen ein herzliches Willkommen für den Bundesminister des Innern, Herrn Dr. Hans-Peter Friedrich. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschön. Wenn wir schon mal zwei solche Experten, Sie haben schon die Themenbereiche angeschaut, hier bei uns auf der Bühne haben, dann muss ich die Chance ergreifen, Sie zumindest ein wenig zu löchern, weil es sind, wie Sie schon sagen, Herr Dr. Friedrich, ganz wichtige Themen. Frau Ministerin, welche Ziele sollten erreicht werden, gerade für den ländlichen Raum? Also eines der wichtigsten Ziele ist, dass die Entwicklung, die sich teilweise schon anzeichnet, dass sich die ländlichen Räume auseinanderwickeln, nicht die Schere noch weiter aufgehen lässt, sondern dass wir hier wieder versuchen, gegenzusteuern, gerade in Gebieten, die besondere Herausforderungen haben. Und damit eine letzte Frage an Sie, Herr Minister Friedrich. Welche Rolle, denn der demografische Wandel als solches macht nicht vor den Städten grundprinzipiell Halt, welche Rolle sollen also die ländlichen Räume bei dieser Bewältigung spielen? Ich denke, man muss sehen, dass die ländlichen Räume etwas anderes sind als Metropolen. Wir haben in den ländlichen Räumen völlig andere Strukturen. Denken Sie an die gesellschaftliche Stabilität, die dort in ganz anderer Weise vorhanden ist als in der Anonymität der Großstädte. Denken Sie an die Kreativität, die dort durch Vereinsleben, durch ehrenamtliches Engagement in ganz anderer Weise vorhanden ist, als wir es aus den Großstädten kennen. Und das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, das Potenzial der ländlichen Räume für die Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes einzubringen. Ich danke an dieser Stelle erstmal für das schnelle Interview. Danke für die Antworten. Vielen Dank, Herr Voss. Ministerin Aigner, Minister Friedrich und wertes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren. Kommen wir nun zu dem Herzstück der heutigen Veranstaltung, nämlich der Preisverleihung des Wettbewerbs Gemeinsam stark sein. Freuen Sie sich auf drei Gewinner hier auf der Bühne. Bitte schön, Frau Ministerin Aigner. Ja, vielen herzlichen Dank. Aber bevor ich die Wettbewerbsgewinner zu mir bitte, möchte ich mich ganz herzlich bei der Vernetzungsstelle Ländliche Räume auch bedanken. Weil die entscheidende Frage ist, gute Ideen nur im stillen Kämmerlein zu behalten, ist das eine, sie weiterzugeben und zu vernetzen, ist das zweite. Und ich freue mich als erstes, wir machen es natürlich spannend, mit dem dritten Platz oder mit dem dritten Gewinner sozusagen zu beginnen. Und dazu gehen wir in den Schwarzwald, nämlich gewonnen hat den dritten Platz Schwarzwald barrierefrei erleben. Ich begrüße alle. Sie sind schon da. Guten Tag, guten Tag. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir kennen uns. Wir kennen uns. Also ich begrüße die Gewinner ganz herzlich. Ich darf auch begrüßen den Amtschef aus dem ist es jetzt das Staatsministerium oder ist es Landesministerium? Staatsministerium. Ministerium ländlicher Raum. Also dieses Projekt passt sehr gut zum Thema dieses Zukunftsforums, zum Thema demografischer Wandel eben im ländlichen Raum. Insbesondere für ältere Menschen und Schwerbehinderte ist es heute oft schwierig, im ländlichen Raum barrierefrei Urlaub zu machen und die Freizeit aktiv zu gestalten. Hier setzt genau das Projekt an. Gemeinsam mit über 30 Kommunen haben die Projektmitarbeiter konkrete Verbesserungen im Schwarzwald erreicht. Und ich freue mich, Ihnen nun sozusagen den Preis gemeinsam mit meinen Kollegen Innenminister Dr. Friedrich überreichen zu dürfen. Als erstes aber die Urkunde, die dann hoffentlich sich zwischen diesen 30 Kommunen dann auch aufteilen lässt. Oder wir kopieren es einfach so oft und geben es Ihnen dann auch weiter. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben den zweiten Platz für das Erlebniszentrum Hof Viehbruck. Das einen ganz wichtigen Beitrag zu unserem Ziel Zusammenhalt von Jung und Alt leistet. Da kommen Sie. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ein alter Hof mit einer historischen Schmiede. Vom Aussterben bedrohte Haus- und Nutztierrassen können Kinder hier hautnah erleben. Aber auch für die älteren Menschen gibt es eine bunte Mischung aus Landwirtschaft, aus Kultur und natürlich Essen und Trinken, das gehört dazu und hält den Leib zusammen und die Seele. Man kann sagen, ein Kulturzentrum mitten auf dem Bauernhof, das ist Symbol und Leuchtturm für Lebensqualität
in der Gemeinde Rendsburen und weit darüber hinaus. Und jetzt gibt es den Preis. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, gesund bleiben. Starke Männer sind gefragt hier. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir zu den Siegern. Gewonnen hat das Projekt Wittlager Land. Der demografische Wandel ist an manchen Orten mit bloßem Auge sichtbar, ob Leerstände in der Wohnbebauung, Leerstände in den Ladenzeilen oder auch leerstehende Gastwirtschaften. Damit finden sich aber eben nicht alle Bürger ab und schon gleich gar nicht in Wittlage. Sie in Niedersachsen packen das Problem der Leerstände eben selbst an. Mit einer Internetseite haben sie für das Wittlager Land eine Grundstücks- und Gebäudevermittlungsbörse aufgebaut. Junge Familien im Wittlager Land bleiben, die bleiben wollen, finden auch so ganz schnell ihr Traumhaus. Mit diesem Instrument machen sie die ländlichen Räume, ihren ländlichen Raum wirklich lebenswert. Ich bitte auf die Bühne die Preisträger. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.